da bin ich nochmal mit einem sogenannten Clip-Video. So, wir wollen also eine Sendung machen für 30, 40 plus und 55 plus. Dass die natürlich nicht so hypig oder hinter den Videos her sein werden, werden wir uns trotzdem bemühen, dass es ordentliche Videos werden. Und diesbezüglich werden natürlich Warenkörper eingekauft im Namen von Star Wars, damit die irgendwie in dieser Sendung besprochen oder vielleicht nur als Dekoration irgendwie zu sehen sein werden. Wir arbeiten halt daran, dass auch eine ordentliche Kulisse dann diesen Rahmen, auch mehr Beleuchtung und so weiter. Es wird also fieberhaft daran gearbeitet. Ich mache so ein bisschen Zwischenstopp, versuche einige zu animieren, Lust zu haben, auf den Sender Ultra HD Web TV oder Sondersender NRW TV, Sammelfiguren, Filmfiguren, Theater und Filmclub etc. Also auf dieses Companion mal reinzuschauen, mal zu schnuppern, vielleicht Lust zu haben, solche Videos zu sehen. So, ich habe momentan ein bisschen Pech mit Amazon, Herr Programm, mit Amazon gesprochen. Die Ware kommt nicht an. Also der Darth Vader, das Darth Vader T-Shirt und diverse andere Sachen nicht. Da steht immer, ja, wir verschieben, tut uns leid, dass es verschoben wurde, aber wir bemühen uns und was weiß ich nicht alles. So, jetzt ist da was gekommen. Jetzt will ich so eine Art Unbox-Video machen. Mal sehen, wer gekommen ist. Ich hoffe, was sehr Interessantes, dass es sich auch lohnt, jetzt auszupacken. Und dass ihr da, wie gesagt, auch was seht, was wir da besorgen. Wenn ich Glück habe, ich habe Glück, er ist da. Und zwar 1:1 Yoda. Ich meine, Yoda hat ja nicht mehr, aber soll der gute Geist sein von dieser Sendung? Ich meine, geben ungern ab, das muss ich gestehen, ich habe ihn schon mal gehabt. Er kriegt auch einen wunderbaren Platz, er hat so einen extra Hocker. Und ist wieder ein Original, wie damals auch, nur sehe ich gerade, ist schon die zweite Auflage. Ich hatte mal eine Zeit lang, wann war das? 2013, glaube ich, nee, 13 nicht. Ich glaube 2015 hatte ich den schon mal in Erstauflage. Da hat er natürlich andere Bämmels hier dran gehabt und so weiter. Also das ist die zweite Version, aber es gibt auch nicht so viele. Ja. Mit Kapuze und so. Ne? Moin! Moin! Ich komme. Ja, ich komme. Also beim ersten Mal habe ich ihn schon gemocht. Irgendwie so ein schönes Plüsch. Es könnte sein, sobald ein Jugendlicher den wieder sieht, ist er natürlich wieder weg. Ist klar. Also lange bleiben die Figuren meistens nicht hier. Aber wie gesagt, für die Sendung habe ich mir den, wie gesagt, zukommen lassen. Knapp 1:1. Oder ein anderer Maßstab, weiß ich gar nicht. Ich habe ja, wie gesagt, ist er ja in Wirklichkeit auch eine Handpuppe, beziehungsweise eine bewegliche Puppe, die im Nahkreis von Han Solo oder beziehungsweise, jetzt habe ich mich total rausgehauen, ja, ist ja nicht so schlimm, Mark Hamill hat immer da gesessen, aber Monsieur Luke, Herr Luke, ne, Herr Luke, hat Frau Ray gesagt, Frau Ray hat das gesagt, ach, herrlich, ne. Also wie gesagt, das ist unser Maskottchen jetzt für die Sendung. Und bin stolz, dass er doch gekommen ist. Ist nur merkwürdig, dass da steht, Ware kommt irgendwann. Oder wie dieses T-Shirt da, das ist angeblich ausgeliefert worden ist. Es ist halt noch nicht ausgeliefert worden, ist also noch nicht da. Da er grün ist, weiß ich nicht, ob ich da irgendwas eingebaut habe. Ansonsten bleibt das erstmal grün. Das ist nicht so schlimm. Er hat da so ein anderes Grün wie das Grün. Könnte sein, dass ihr den richtig seht. Ansonsten sieht das ein bisschen schimmerig aus oder schummerig. Also so den als Maskottchen jetzt hier zu haben, der jetzt hier gute Laune verbringen soll oder gute Laune bringen soll. Er kommt wie gesagt auf einen gewissen Hocker. Exklusiv für ihn haben wir den, so eine Art Schemel. Ja, und dann wird er dann hier sitzen und die Leute anschauen. Ja? Ich weiß natürlich nicht, wie lange er hält, das weiß ich nie. Verkaufen möchte ich gerne die Ware später mal im Jahre 2019 zu Weihnachten, wenn E9 gelaufen ist. Jetzt im Moment soll das an sich hier nur so sein und die Leute sollen sich daran freuen. Ja. Besonders die Kinder, wenn die den sehen, ja, die touchen den dann immer an, das ist klar, weil da kommt aus der Nummer
kommt er meistens nicht raus. So, das war's. Ein Mini-Clip heute über Yoda, über die Ankündigung der Sendung, aber leider 30, 40 plus und natürlich 55 plus, so in der Richtung, die halt 1977 schon 20 Jahre alt waren und dann halt Star Wars irgendwie in ihr Portfolio eingefließen haben lassen und dann 41 Jahre, wie gesagt, dabei sind oder selber ausrechnen, wie alt diese Herrschaften dann sind. Die meisten waren aber zwischen 7 und 8 Jahre alt, die jetzt hier sein werden und dann stimmt die Sache. Meiner einer ist um die 60, reicht vollkommen aus. Also, ihr wisst Bescheid. Er ist 900 Jahre alt, passt also. Ne? Euer Captain Rex AWH Solo meldet sich zum Dienst. Ich hoffe, die Sendung gefällt euch, die wir machen werden. Bis dahin, viel Spaß mit anderen Videoclips und vor allen Dingen freue ich mich auf Han Solo.